Brandenburg-Duell in Luckenwalde. Der FSV 63 empfängt den FSV Union aus Fürstenwalde. Die Gäste brauchen unbedingt Luft im Tabellenkeller, setzen dabei unter anderem wieder auf Inhir Manasseh Eschele, einer der Topscorer, mit 4 Toren und 4 Vorlagen. Im Spiel aber erstmal die Gastgeber am Drücker, Christian Flath mit diesem Freistoß. Und in der Mitte Tom Weiß, der Fürstenwalder, verlängert den Ball. Da wurde es das erste Mal gefährlich. Ball streift knapp am langen Pfosten vorbei. Union Fürstenwalde in der ersten Hälfte nur selten gefährlich vor dem Tor der Luckenwalder zu sehen. Gute 10 Minuten sind gespielt. Dries Korstjens am Ball, dringt ein in den 16er und fällt. Der Pfiff wegen des Handspiels vom Fürstenwalder nicht, weil es Strafstoß gibt und die Entscheidung, die ist korrekt. Der Kontakt reicht nicht aus für einen Elfmeter. Brenzlig, nur wenige Minuten später wird es auch auf der anderen Seite. Luckenwalde mit einem langen Ball in den Strafraum. Und Achtung, da wird es gleich richtig gefährlich, denn Staniszewski räumt Aaron Bogdan ab. Henry Müller, der Schiedsrichter, zögert keine Sekunde, pfeift sofort. Der Protest der Fürstenwalder auch wegen der Szene zuvor im anderen Strafraum. Die Begründung liefert Henry Müller direkt mit. Hier geht's direkt in die Beine von Bogdan. Staniszewski kommt da einfach zu spät. Entscheidung hier auch vertretbar. Und Tobias Francisco legt sich den Ball auf den Punkt. Und Achtung, der macht das hier. Sau cool! Im Panenka-Style, 17. Minute, 1:0 für Luckenwalde. So kannst du das mal machen. Tobias Francisco, dritter Saisontreffer für ihn. Ein perfekt geschossener Strafstoß. Läuft für das Team von Trainer Michael Braune. Intern hat man sich 50 Punkte noch als Ziel gesetzt. Für diese Saison würde man mit diesem Sieg bereits erreichen. Aber Fürstenwalde spielte ja auch noch mit, hatte was dagegen. Freistoß Conor Klosek Mitte der ersten Hälfte. Und Manasseh Eschele kommt da mit dem Kopf an den Ball. Mit die gefährlichste Aktion der Gäste in diesem ersten Durchgang. Die ganz große Chance auf den Ausgleich kurz vor der Pause hatten sie aber noch, die Fürstenwalder. Zekiri schickt Zaruba auf Reisen und in der Mitte Lukas Stagge. Der war wahrscheinlich überrascht, weil Budde vorher nicht klären kann. Da kommt der Fürstenwalder Top-Torjäger an den Ball und da sehen wir, wie knapp das war. Stagge verpasst sein 8. Saisontor und den Ausgleich. So bleibt es beim 1:0 für Luckenwalde zur Pause, die Fankurve entsprechend gut drauf. In der zweiten Halbzeit spielte dann erstmal nur Union Fürstenwalde. Sie nahmen den Kampf an und wollten hier zurückkommen und es wurde gleich richtig gefährlich. Achtung, der weite Ball in die Spitze, Dries Korstjens wird dort geschickt, rasselt mit Tix zusammen, aber Manasseh Eschele frei vor dem Tor, macht den Ausgleich. 5. Saisontreffer für ihn. Und alles ist regulär verlaufen bei diesem Treffer. Korstjens ist eher am Ball. Tix rauscht rein in den Fürstenwalder. Der Vorteil läuft dann weiter. Und Eschele hat da keine Probleme. Logisch, das leere Tor, das trifft er. 1:1, 55. Minute. Und Union machte gleich weiter. 3 Minuten später Zaruba mit der Ablage zu Max Winter. Spiel gedreht innerhalb von 180 Sekunden. Der Jubel kannte keine Grenzen mehr. Da ging es zur Bank. Da jubelten alle mit. Das war ein perfekter Abschluss von Max Winter in die lange Ecke. Sein 2. Saisontreffer. Das hat er wahrscheinlich auch bei RB Leipzig gelernt. Dort genoss er seine fußballerische Ausbildung.
Die Gastgeber wollten hier natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Es steht ja immer noch diese 50-Punkte-Marke im Raum als Saisonziel. Aber sie hatten nur noch selten so gefährliche Abschlüsse wie diesen hier vom Luckenwalde-Routinier Daniel Becker. Staniszewski im Fürstenwalder Tor ist hier zur Stelle und hält die knappe Führung fest. Und gegen Ende der Partie hatte Union dann sogar noch die Möglichkeit, den Deckel draufzumachen. Denn der Ball bei Manasseh Echeleye, schöner Steckpass zu Lukas Stagge, der Top-Torjäger, trifft nur den Pfosten. Das 3:1, es fällt nicht. Lukas Stagge, vielleicht mit ein bisschen zu viel Präzision, trifft hier nur das Aluminium. Es war am Ende aber auch egal, denn Fürstenwalde holt 3 verdammt wichtige Punkte in Luckenwalde. Darf feiern und bleibt weiter mitten im Rennen um den Klassenerhalt. Ja, Kenny Verhunde, der Jubel war groß nach dem Spiel. Was haben Sie der Mannschaft gerade im Kreis gesagt? Ja, also bestimmte Sachen bleiben im Kreis. Also, aber nee, ich habe es gratuliert mit, also es war eine hervorragende Leistung. Also wir haben taktisch sehr, sehr, sehr gut gespielt. Laufbereich war enorm heute. Wir hatten einfach den Biss, die 3 Punkte zu holen. Wir wussten vorher, dass es noch 4 Spiele gibt und dass wir die Punkte brauchen. Und das haben wir in jede Minute des Spiels gezeigt. Ja, auf diesen Willen haben wir eigentlich gesetzt. Also den wollten wir schon heute zeigen, weil wir nicht mehr den ganz großen Druck haben. Wollten wir halt von der mentalen Stärke schon auf der Höhe sein von Fürstenwalde. Das haben wir nicht geschafft und deswegen haben wir hier verdient verloren. Und diesen Sieg, den feierten die Gäste nach Spiel ausgelassen. Derby-Sieger, Derby-Sieger, halte es durch das Werner-Seelenbinder-Stadion.